Herzlich willkommen zu unserem ersten Teil von Road to Crows in Form. Oder Crows, tut mir leid. Ja, ihr wolltet wahrscheinlich alle ein virtuell Bundesliga-Teil sehen, aber da ich ein paar Probleme hatte mit, wie heißt das jetzt hier, Windows Live Player, glaube ich, konnte ich das nicht nachkommentieren und deswegen muss ich heute mal ein Live-Commentary machen und ich habe mir gedacht, da wir hier 64.000 Münzen haben, das ist auf der PC-Version, öffnen wir doch mal ein paar Goldpacks. Ja, mal schauen, ob wir wieder ein bisschen Glück haben, so wie letztes Mal. Heute schreie ich auch nicht so rum. Keine Angst, ich habe mich ja entschlossen oder entschieden, nicht mehr so rumzuschreien. Und es ist, oh Elia, geil, ach da, ach du heilige Scheiße. Das ist schon gut. De Bruyne auch, zwei von Werder. Vor allem hier Elia mit 5-Star-Skills ist doch schon mal was. Sehr, sehr gut auf jeden Fall unser Spieler. Und dann haben wir hier alle Verletzungen. Das Trikot von Sporting und Palermo, auch alles dabei. Tun wir mal alle zum Verein. Das mache ich später, das Verkaufen. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ich habe mir gedacht, wir öffnen 3. Das heißt, wir öffnen noch 2 Packs. 2 7500er sozusagen. So, wer wird im zweiten Pack drin sein? Okay, das erste war schon mal erstaunlich gut für EA. Mit Elia, 5-Star-Skills. Und wer wird hier drin sein? Es ist, okay, in Schwede, Elm. Und 4-3-3. 4-3-3 und ein Vertrag. Ein glänzenden Vertrag, so zu, genauer zu sagen. Oh, hier ein rechten Verteidiger von Chelsea. Der wird wahrscheinlich auch was wert sein. Ja, wieder ein recht gutes Pack. Es geht natürlich noch schlechter, aber auch besser. Beides geht und deswegen würde ich sagen, neutrales Pack. So, ja, wie gesagt, der Pre-Order-Code funktioniert bei mir immer noch nicht. Manche haben gesagt, dass, oder man kriegt die Packs erst am 1. Oktober. Manche haben aber auch irgendwie, ich weiß nicht, ob die lügen oder so, haben gesagt, boah, ich habe schon ein paar Packs bekommen. Naja, egal. Wir kommen jetzt erstmal zu unserem letzten Pack. Lionel Messi, wer wird da drin sein. Vielleicht auch ein Lionel Messi. Also dann dürfte ich wahrscheinlich auch schreien, oder Leute? Egal, wir sind gespannt drauf. Die Karten werden gemischt und oh, Benitez. Der hatte letztes Jahr noch Tempo 90 oder 91 und Panda. Okay, das Pack war jetzt nicht das Beste. Ich würde mal sagen, es war jetzt nicht gut. Es war eher ein Scheißpack. So. Hier seht ihr dann nochmal Schuss, Moral, ein paar Verträge und hier unser bester Victor, der in diesem Pack drin war. Ja, das war unser Pack-Opening. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel Elia wert ist. Vielleicht ist er ja auf dem PC ein bisschen mehr wert. Ich glaube, auf der PS3 ist er so um die 5000 Coins wert. Ja, der war ja auch bei mir Making Million Coins-Teil drin. So. Aber auf dem PC weiß man ja nie. So, jetzt hier Werder Bremen. Machen wir einfach mal beliebig vielleicht. Oh, fuck. Den gibt's hier noch nicht mal. Okay. Das ist natürlich immer auf dem PC so. Da gibt es einfach nicht die Spieler, die man suchen will. Und Elia, ja, 13.000, 14.000, 18.000, 13.000, 10.000. Das wird immer weniger. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt einfach eine Zahl sagen, so um die, ja, hier, wie ihr ihn hier seht, 9000 Coins. Ist ja 4-1-2-1-2, also würde ich mich so auf 10.000 Coins festlegen. Und ja, wir haben hier jetzt Elia. Egal, den werden wir später verkaufen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß am Video. Ich hoffe natürlich, dass ich noch einen virtuellen Bundesliga-Teil rausbringen kann, morgen oder übermorgen. Mal gucken, wann sich mein PC wieder beruhigen wird. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch machen. Wenn nicht, macht den Daumen runter. Und ja, dann würde ich mich wieder über eine Kritik freuen. Also wenn ihr einen Daumen runter macht oder auch sonst. Und ja, dann sage ich haut rein, Leute. Euer Hansa-Fan 966.